Einmal Curry mit Brötchen. Drinnen hinterm Tresen wuselt Martin Morgenrot. Einen Kaffee. Er gibt gleich Currywurst aus, will aber eines klarstellen. Essen Sie eine Runde mit? Bei mir gibt's keinen Sieg. Wenn du mich duzt, dann überlege ich das. Und dann sage ich, ja, ich muss einmal stündlich sowieso Qualitätskontrolle hier machen. Das ist in meinem Vertrag. Und das mache ich hiermit. Und wie ist sie? Moah. Ich mache noch Nachschub. Ist zu gut. So, lasst es euch schmecken, meine Lippen. Meine Lütten, da klingt Martins alte Heimat durch, Norddeutschland. Also ich bin in Kiel groß geworden und Hamburg, habe ich mein Abi gemacht und dann ab in die Welt. Aber eigentlich bin ich in Stuttgart geboren und mein Vater ist Berliner. Zwischen Kiel und Berlin ist bei Martin eine Menge passiert. Es fing an, als er nach dem Abitur von den USA aus um die halbe Welt reisen wollte. Und um es zu finanzieren, in Restaurants und Hotels jobbte. Ich bin schon seit Urzeiten in der Hotellerie zugange und habe dann anschließend während doch der Hotelzeit habe ich mein erstes Restaurant aufgemacht in Mexiko. Wie kam es denn dazu? Sehr spannend. Ach, ich war auf dem Weg nach Südamerika und bin dann tatsächlich in Mexiko im wahrsten Sinne des Wortes stecken geblieben. Das war meine erste Frau und ja, es war ein bisschen länger Geschichte in Mexiko. Also ich bin nicht mehr nach Brasilien gekommen, um es ganz kurz zu sagen. Weil du verliebt warst. Weil ich nicht mehr durfte, genau. War meine Mexikanerin dagegen. Weil die Brasilianerinnen sind ja auch schön. Kleinen Moment bitte. Hier ein Kaffee, eine Schokolade zum Mitnehmen. Und wir sind dann gemeinsam über Los Angeles dann nach Deutschland gegangen, nur für 2 Jahre und sind immer noch hier. Ich komme aus Berlin nicht weg. Berlin ist einfach die Stadt. Erlaubt mal bitte, dein Ding kommt gleich. Doch Berlin wurde auch die Stadt der Trennung. Scheidung nach 25 Ehejahren. Aus für ihr gemeinsames Restaurant hier. Aber nochmal ganz woanders hinzugehen, das kann er sich heute nicht mehr vorstellen. Ich habe es versucht. Ich war am schönsten Ecken der Welt und wollte zurück nach Berlin. Also insofern, ja, ich bin heimisch jetzt. Warum hat es dich denn eigentlich in die Welt gezogen? Als kleiner Junge wollte ich nach Kanada, als größerer nach USA und mit 11 wollte ich nach Kalifornien. Ich bin sehr neugierig und ich hasse Stillstand. Und ich muss auch immer wieder was Neues erleben. Warum? Weil das Leben ist kurz und wir wollen es halt erfahren und mitnehmen und das Beste daraus machen, auch wenn wir es nicht immer machen. So, manchmal geht das ja daneben, wie ihr wisst. Man versucht es, aber es geht nicht immer. Small beer. Small beer? Beer piccola? Sì. Perché no grande, amico? Martin Morgenrot liebt das Improvisieren. Den Berliner Currywurstbrater zu geben, der plötzlich Italienisch kann zum Beispiel. Solche Situationen hat er gern. Also ist das lustig, wenn die Leute hier reinkommen und erstmal diskutieren. Ja, wollen wir hier eine Currywurst oder nicht? Und so und sagt, na klar, wollt ihr. Ne? Und diese sprachlichen Überraschungsmomente mit verschiedenen Nationalitäten hinten dran. Ich finde das lustig. Ich wollte auch schon immer mal Türkisch und Arabisch lernen. Das kommt auch noch. Merhaba. Der 53-Jährige mag es, Dinge aus dem Bauch heraus zu entscheiden und Verrücktes zu machen. In diesem Punkt sei er vielleicht anders als seine 3 Brüder. Das sind alles studierte Leute. Ich bin das schwarze Schaf, der Einzige, der nur die Welt studiert hat und nicht in der Uni. Ja, das sind alles Beamte und so. Hallo, Le. Die Vielfalt der Menschen im Imbiss ist genau Martins Ding. Wer immer hierher kommt, das sind jedes Mal, egal ob ein Beamter oder ein Amtsträucher oder ein Handwerker oder sonst was. Jedes Mal interessante Geschichten. Das ist es halt. Das ist, was die Gastronomie halt so mit sich bringt. Für viele seiner Gäste gehört zum Snack ein Schnack. Da wird der Imbisswirt schon mal zum Seelentröster. Petra Jachalski beschäftigt gerade das Dauerthema, der Stadtteilwandel. Es geht um das Soziale, den sozialen Aspekt. Die Mischung wäre wichtig. Eben, ja. Na, wir wollen doch, das sehe ich auch. Hier besteht die Gefahr, dass sich ein Ghetto bildet von Leuten, die viel Geld haben. Echo. Und genau. Dass der Rest, die ureigentliche Bevölkerung, die hier gelebt hat und hier groß geworden ist, dass die verdrängt wird. Das ganz genau. Immer wieder gern gesehener Besuch, der Wurstlieferant. Ja, du hast ja die Hände voll, ne? Ja, leider voll, ja. Weißt ja wo immer, ne? Ich weiß, wo einmal immer. Durch, danke dir. Der nach eigenen Angaben 4 Currywürstchen pro Woche selbst verputzt. So, Petra, deine leckere Currywurst ist da. Martin hat noch viel vor. Ja, ja, mein Dern, das ist für dich. Seit ein paar Jahren ist eine neue Frau an seiner Seite. Mit ihr möchte er alt werden.
Der Job im Imbiss soll Sprungbrett sein für das nächste große Ding. Mein nächstes Projekt ist wieder mein eigener Laden und meiner Frau ein schönes Zuhause zu bieten, wo sie fröhlich ist. Ist das zu viel? Bis er sein eigenes Restaurant hat, ist Martin hier glücklich. Im Mikrokosmos Currywurst-Imbiss mitten in Prenzlauer Berg. Sympathisch.